Ja, moin moin meine Diggers und Diggerinas zu einer neuen Folge von The Long Dark. Das habe ich, glaube ich, noch nie auf meinem Kanal gemacht und wenn nur eine Folge, ich weiß es gar nicht mehr genau, oder im Livestream. Auf jeden Fall ist für dieses Spiel jetzt der Story-Modus rausgekommen und ich glaube, ich bin einer der ersten deutschen YouTuber, die das spielen. Deswegen gar nicht lang schnacken, los geht's, Episode 1, geh nicht gelassen, Mackenzie und Dr. Green und Dr. Greenwood werden getrennt, nachdem ihr Flugzeug in der nordkanadischen Wildnis abgestürzt ist. Mackenzie kämpft ums Überleben und erkundet die Kleinstadt Milton, in der ihm das Ausmaß dieser stillen Apokalypse bewusst wird. So, es gibt auch noch eine Episode 2, die ist noch geschlossen, da steht auch, hier zack, schließe Episode 1 ab, um diese freizuschalten. Sehr, sehr nice. Auf jeden Fall starten wir jetzt das ganze Gedöns. Ich bin mega gehypt. Ich freue mich da schon lange drauf, dass der Story-Modus kommt. Ich bin gespannt, wie ihr das Ganze findet. Ihr könnt es mir auf jeden Fall mal in die Kommentare schreiben, was ihr von dem Ganzen jetzt haltet. Es ist auf jeden Fall ein Survival-Game, wie man schon von dem Text auslesen kann. Und jetzt bin ich kurz still wegen der Cutscene. Ja, Linksklick jetzt auf jeden Fall erstmal smashen. Aua, aua, aua. The Long Dark. So, ich weiß ja. Wow. What the? Okay, auf C ist Menü. Ist das richtig? Ja. Ich habe gerade aus Versehen auf C gedrückt. Ich weiß ja, dass viele von euch meine dunkle Stimme mögen. Ich kann nicht sprinten. Ich gehe jetzt erstmal in die Höhle rein. Und ja, man kann hier erfrieren. Und das Ziel ist nämlich, nicht zu erfrieren. Und so lange zu überleben, wie es geht. Das ist nämlich der Survival-Modus. Feuer. Feuer spendet Wärme, Wasser, Essen und Schutz. Wähle die Option Lagerfeuer im Kreismenü aus. Du benötigst folgendes. Einen Zünder, Zunder und Brennstoff. Mit einem Brandbeschleuniger beschleunigst du den Vorgang. Die Brennstoffart wirkt sich auf die Brenndauer und die Hitzeentwicklung aus. Mit einem aktiven Feuer kannst du kochen und Wasser kochen. Außerdem verhindert es, dass du erfrierst. Und ups, und das wollen wir ja nicht. Und ich merke gerade, die Maus ist viel zu schnell. Freunde, es gibt gleich einen Cut. Ich ändere mal kurz die Mausgeschwindigkeit. Ja, so ist viel besser. Viel, viel besser. So, was haben wir denn hier? Im Menü haben wir unseren Charakter. Der sieht natürlich, ja, ein bisschen sehr erfroren aus. Am Bein haben wir auch eine Verletzung anscheinend. Was haben wir denn hier? Wir haben hier die Wärmeanzeige. Das ist, glaube ich, der Wind. Regen, Schutz. Ah ja, okay, innere Schicht. Gut, da ich nicht mehr habe. Ich kann ausziehen. Interessant. Okay, also wir müssen auf jeden Fall erstmal Sachen finden. Haben wir denn ein Menü quasi? Ich muss mal ganz kurz mal hier gucken. Ah, wenn du Tabulator drückst, sieht man das. Okay, alles klar. C ist, ich will immer C drücken zum Ducken. Steuerung ist Ducken. Gut zu wissen, was haben wir hier? Wir haben hier, oh, Zeitungspapier, das ist sehr gut, das brauche ich. Nehmen. Nehmt damit. Stoff, nehmt auch mit. Weil diese ganzen Sachen hier, die braucht man. Na komm, links liegt, gedrückt halten. Um Feuer zu machen, etc. Alles mitnehmen. Erste Hilfe. Untersuche deine Behandlungen und lerne, wie man Wunden verbindet. Es gibt viele Arten in der Wildnis zu sterben. Medizin, ob hergestellt oder in der Natur gesammelt, kann dein Leben retten. Prüfe deine Gesundheit im Statusbildschirm. Führe Behandlungen über das Kreismenü Erste Hilfe durch. Du kannst Behandlungen auch über das Rucksackmenü auswählen. So, Steuerung. Dein Schlüssel zum Überleben. Vorbereitung und Selbstbeherrschung sind das A und O des Überlebens. Wenn du nicht sicher bist, wie du eine Funktion benutzt, beachte das Steuerungsmenü. Es könnte dir das Leben retten. So, gut. Leben retten, alles klar. Stöcker mitnehmen, weil man kann sich nämlich auch Fackeln basteln. Zedernholz, das brennt gut, das weiß ich noch.
Es ist nämlich auch schon Ewigkeiten her, dass ich den Survival-Modus gespielt habe. Aber mit dem Story-Modus habe ich übertrieben Bock und auf die Hoffnung, dass ich der erste deutsche YouTuber bin, der das wirklich bringt. Deswegen gibt es heute einen Double-Upload. Vorhin gab es ja schon eine Quatschrunde. Wer neu auf meinem Kanal ist, darf sich gerne umgucken, was in die Kommentare schreiben. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und jetzt gucken wir mal, was wir haben. Wir haben hier Antibiotika. Eine Infektion nehmen wir auf jeden Fall mal. Blutverlust. Ach, du ahnst es nicht. Antibiotika nehmen. Doch. Zack. Da zeigt er auch gleichzeitig schon an. War wirkungslos. Interessant. Also da zeigt auf jeden Fall an, Blutverlust. Ja gut, damit stößt du keinen Blutverlust, sondern ich glaube eher mit dem Verband. Na gut, auf jeden Fall haben wir etwas gegen den Blutverlust. Das ist sehr, sehr gut. Aber wir haben immer noch sehr, sehr wenig Leben. Das ist nicht so gut. Was haben wir hier noch im Rucksack? Was haben wir denn noch da? Wir haben Streichhölzer. Wir haben Zeitung. Aktion. Kann ich da mal noch irgendwas machen? 5 Minuten Zeit zum Zerlegen? Zerlegen. Kann ich nicht zerlegen? Gut, ich kann es nicht zerlegen. Ich frage mich, warum. Gut. Ich kann es auch zerlegen. Ich habe auch die falsche Taste gedrückt. Läuft bei mir. Ja, willkommen auf dem Kanal. So bin ich. So ist so nix. Okay, alles klar. Das dauert nicht, natürlich nicht im Real Life 5 Minuten. Logischerweise, sondern halt im Spiel selbst. Und wir müssen halt, wie gesagt, gucken, dass wir die Stunden rumkriegen. Das ist die Hose. Kann ich die irgendwie nähen? Reparieren. Nähzeug benötigt. Okay. Gut, kann ich auch nicht machen. Dann ist es leider so. Steht hier denn irgendwie irgendwo was, was ich machen muss? Mach ein Feuer, damit du nicht erfrierst. Ja, das habe ich vor, genau. Wir haben jetzt Zunderholz eben aufgehoben. Ich habe keine Wärme mehr, das ist gar nicht so doll. Ich stelle mich mal ganz kurz hier ans Feuer. Ich hoffe, das geht. Reicht das? So, jetzt gucken wir mal ganz kurz in den Rucksack rein. Flup, flup, flup. Übrigens, falls ihr das noch nicht wusstet, ich liebe Survival Games. Ich liebe Survival Games. Keine Ahnung warum. Ich schon immer. H1Z1, der Survival-Modus, DayZ. Ich stehe da voll drauf. Also, keine Ahnung. Das ist irgendwie meins. So, Aktion. Zerlegen kann ich es ja. Wow, Ausbeute kriege ich Zünder. Zunderbündel. Aber ich brauche ja Holz. Ich hatte doch eben Holz aufgesammelt, war ich der Meinung. Da ist es. Ich kann es aber nur ablegen. Ich lege es mal ab. Kann ich dann damit irgendwas machen? Nein. Gut. Ich muss jetzt nochmal ganz kurz ins Menü gucken, wie man jetzt hier vernünftig Feuer macht. Steht das da irgendwo? Eine Höhle, um dich von den Elementen zu schützen. Genau, das haben wir gemacht. So, Orte Aktionen. Da passiert gar nichts. Da habe ich noch nichts. Allgemeine Notizen, sehr interessant. So. Ich bin gerade ein bisschen aufgeschmissen, Freunde. Ich glaube, ich muss noch mehr Holz sammeln. Ich glaube, ich muss noch mehr Holz sammeln. Hoffen wir es mal, dass es das ist. Denn wenn es das nicht ist... Oh, oh, ich verliere gerade richtig Leben. Oh, 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 oh. Uncool. Uncool. Nope, auf keinen Fall. Keine Zeit dafür. Wir müssen uns jetzt wieder hier ins Feuer stellen. Wahrscheinlich wird diese Folge schon sehr lustig ausgehen. Karton. Ah, auf keinen Fall. Ich muss hier hin. Oh, oh. Mein Charakter schwankt. Mein Charakter schwankt. Boah, so, jetzt bin ich erstmal hier in der Höhle drin. Immerhin etwas. So, jetzt muss ich mal ganz, ganz schnell gucken. Seht ihr das, wie schnell das geht? Also das Spiel ist wirklich hardcore. Wirklich, wirklich hardcore. So, schläfrig, unterkühlt, bababab. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Ich kann das nur zerlegen, aber ich will es nicht zerlegen. Wo ist mein Zunder? Da ist mein Zunder. Ich kann... Warte mal, ein kleines Bündel aus brennbarem... Das braucht ein Feuer zu machen. Ja, das weiß ich auch. Brennt nicht lange, riecht dafür aber gut. Ja, sehr schön. Der brennen wird aber nicht lange. Ja, witzig, 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 witzig. Wie mache ich denn jetzt hier? Flup, tragen. Ich zünd hier einfach den Kram an, der da liegt. Oder auch nicht. Weil ich hier gleich absterben werde. Und zwar gewaltig. Zunderbeutel. Zünderbündel. Ich brauche jetzt ganz schnell irgendwas zum Brennen. Aktion. Wow, was mache ich denn? Ich zerlege das. Ich bin ein Idiot. So, Freunde, wir leben jetzt das erste Mal, wie Ulrich stirbt. Du bist eins mit der langen Dunkelheit geworden. Punkt, Punkt, Punkt. Ja, das ging natürlich absolut in die Hose. In die Hose. Nehmt damit. Ja, schön gelaufen. Gotta stop that. Aber so ist es nochmal. Ja, das machen wir jetzt mal ganz schnell. Nachdem ich hier was zum Verarzen gefunden habe. Den Karton nehme ich. Wobei doch, ich mache das mal ganz schnell. Dann habe ich nämlich den Zunderkram schon fertig.
Genau. Set nehmen wir mit. Das wird auf jeden Fall eine 15-Minuten-Folge, meine Freunde. Erste Hilfe, das hatten wir alle schon. Steuerung, bababab, genau. Da gucke ich gleich nochmal rein. Nehme ich alles mit. Stoff mitnehmen, Zeitung mitnehmen. Sonst lag hier nichts mehr rum, ne? Außer einem Karton, ja. Gut. Nehme ich den Stock nochmal mit. Alter, warte, wie macht man da nochmal Holz? Feuer, meine ich. Wie macht man da nochmal Feuer, Freunde? So, Feuer. Lagerfeuer im Kreis. Achso, warte mal. Wähle die Option Lagerfeuer im Kreismenü aus. Zunderzünde habe ich ja schon, genau. Aber was denn für ein Kreismenü? Das kann es nicht sein, nee. Maus gedrückt halten auch nicht. Rechtsklick, linksklick, beides, nein. Q, E, F. Ach nee, F war das ja, okay. Kreismenü. Was denn für ein Kreismenü? Ich muss mal ganz kurz nachgucken. Leute, ich melde mich gleich zurück. Ich mache hier kurz einen Cut. Ihr seht mich gleich wieder. Ja, die einfachste Taste, auf die ich nicht komme, ist natürlich die Leertaste. Zunderbeutel. Stock 1, 2, 3. Wenn wir 10 ein neues Feuer machen, schnell. Oh Mann, fang an zu brennen. Und ich muss das Feuer natürlich am Leben halten. Und ich glaube, ich sterbe gerade beim Feuer machen. Das wäre jetzt sehr, sehr episch. Wie gesagt, Leute, 15-Minuten-Folge, 15 Minuten sind gleich drum. Drum vor allen Dingen. Ich verspreche mich die ganze Zeit, Freunde. Das ist nun mal so. Heute ist ein Tag des Double Uploads. Heute ist irgendwie ganz... Nee, weiß ich auch nicht. Heute ist merkwürdig. Was soll's. So, wie gesagt. Das ist auf jeden Fall ein bisschen was zum Labern mit euch. Vielleicht auch über bestimmte Themen. Ich erfriere schon wieder. Ich raste aus. Geh an. Geh an. Hoho. Well, thank goodness for that. Ja, Gott sei Dank. Wie kann ich das weiter befeuern? Gehen wir hier was aus dem Menü. Lagerstation. Status, Tagebuch, Lichtquellen. Da will ich überall nicht hin. Ich will hier. Leute, ich. Ich sollte jetzt mal ein bisschen abwurmen. Ach, verdammt, ich habe was vergessen. Ich habe was vergessen, was ganz wichtig ist. Vor allen Dingen abwurmen. Mein Deutsch. Mein Deutsch ist hier schon wieder völlig im Keller. Aktionen. Warte mal, ich habe doch einen Verband aufgesammelt. Da, zack, verwenden. Los, bevor es zu spät ist. Komm schon. Oh mein Gott. Okay, nice. Ganz schnell hier mal nehmen. Vielleicht habe ich Glück. Okay, die Behandlung war wirkungslos. Egal. That's all I have in me. Need to lay down before I fall down. Okay. Nice. Wir haben es geschafft. Der erste Tag ist rum und es beginnt der zweite Tag. In der langen Dunkelheit voller Schnee. Gotta be a way to melt some snow. Zustand. Der Zustand ist dein Frühwarnsystem. In der Schnellübersicht oder dem Kreismenü siehst du deinen aktuellen Zustand sowie Informationen darüber, wie kalt, müde, hungrig oder durstig du bist. Leere oder rot markierte Werte bedeuten, dass dein Zustand abnimmt. Sobald dein Zustand aufgebraucht ist, stirbst du. Mein Zustand ist glücklich. Wenn ich jetzt nicht mehr glücklich bin, dann sterbe ich. So, Freunde. Ich habe einen leeren Magen, ich brauche was zu trinken. Ich weiß, wie man Schnee schmelzt. Man greift einfach da rein und stoppt sich das im Mund. Das wäre eine lustige Idee, ja. Ich brauche auf jeden Fall irgendwie einen Behälter. Was ist denn da daneben, Junge? So, zack. Das habe ich schon durchsucht. Sprinten kann er nicht. Okay, vielleicht gibt es hier eine Notfallration. Oder sowas wie eine... Ich weiß auch nicht. Wie so ein... Ja, wie so ein Behälter einfach. Eine Wasserflasche oder so wäre super. Back MRE, das ist gut. Nochmal ein Buch zum Lesen. Zeitungspaper, ganz wichtig. Ja, das brauche ich natürlich nicht. Komm schon, irgendwas zu trinken. Eine Wasserflasche. Ah. Okay, Hagebutten. Das brauchst du jetzt noch nicht. Achso, ich habe keinen Hunger. Nee, okay, dann. Nein, natürlich nicht. Hagebutten kann man essen, für die Leute, die es nicht wissen. Blablabla, mein Deutsch. Bist du wieder bluten? Mouth so dry. Ja, ist ja, Mann, ey. Bist du wieder bluten? Nee. So, ich mach jetzt erstmal hier ein bisschen Feuer. Ausgebrannt, ja, witzlos. Wie kann ich das wieder entfachen? So, Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt... Ich mach weiter. Wenn euch das ganze Ding gefällt, wie gesagt, lasst ein Like auf jeden Fall da. Ich bin gespannt. Die Folge kommt jetzt ja direkt nach der Quatschrunde. Schreibt es mir rein. Dann nehme ich direkt weiter auf.
Und dann kommt morgen die nächste Folge. Heute, wie gesagt, ein kleiner Doppel-Upload. Das habe ich heute schon zum vierten Mal, glaube ich, jetzt gesagt. Ist auch egal. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ich bedanke mich auch bei allen, die bis jetzt geguckt haben. Auf jeden Fall schreibt mal rein, Hashtag Überleben, damit ich weiß, da haben ein paar bis zum Ende geschaut. Ja, und dann, ich bedanke mich für eure Aktivität und fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, Eurodix. Ciao.